Dann reisen wir zurück. So. Back at home. Perfekt, ja, jetzt haben wir es geschafft. Ich wollte nämlich mit dem Pferd einfach noch weiter reiten und nicht klettern. Was ist los? Connor, Hilfe! Diebstahl in der Nachbarschaft. Connor! Connor! Komm rasch! Jemand will in unser Haus einbrechen. Er ist bewaffnet. Ich hole die Jungen. Stopp! Okay, ich muss die Entfernung verringern. Alright, alright. Krieg ich hin. Komm schon. So schnell ist er ja nicht. Was ist passiert, Connor? Hab gesehen, dass du einen Mann verfolgst. Er wollte euer Haus ausrauben. Ich habe ihn verjagt. Was? Die Frauen sind alle wohl auf? Du hättest da sein sollen. Was? Du hättest zu Hause sein sollen. Ich brauchte dich nicht. Seit wann kommt ein dürres Hemd wie du alleine draußen im Busch zurecht? Wenn Diana was fehlt, dann schwöre ich, wirst du dafür... Zu viel Stress für mich. Zu viel Stress. Und es lädt. Diebstahl in der Nachbarschaft. Und hoch.
kurz hier die... Wir machen jetzt hier noch die paar Missionen. Genau, und dann die Hauptmission. Ich denke, das schaffen wir noch in dem Part. Master Connor! Master Connor! Dad und Goffrey streiten sich! Ihr müsst sie stoppen! Wo sind sie? Ja, Freunde. Ich schlag dich zu Boden, du Lump. Dir muss man mal Verstand einprügeln. Dir muss man mal Verstand einprügeln. Ich mach dich platt! Okay. Dir muss man mal Verstand einprügeln! Ich schlag dich zu Boden, du Lump! Dir muss man mal Verstand einprügeln! Ich schlag dich zu Boden, du Lump! Dir werde ich's zeigen. Okay, so geht's, glaube ich, nicht. Ich schlag. Dir werde ich's zeigen. Ich check's nicht. Dir muss man mal Verstand einprügeln. Dir muss man mal Verstand einprügeln. Ich mach dich platt. Ich schlag dich zu Boden, du Lump. Dir muss man mal Verstand einprügeln. Ich mach dich platt. Dir muss man mal Verstand einprügeln. Komm schon. Schlag dich zu Boden, du Lump. Können nicht vielleicht einfach beide aufhören? Du musst dieses scheiß Minispiel hier nicht weitermachen. Jetzt kriegst du, was du verdient hast. Meine Güte, den Streit schlichten. Was für ein Minispiel, ja. Es gibt keinen Grund dafür. Dieser Holzkopf. Er wird sich beruhigen. Er braucht nur etwas Zeit. Sauer, Godfrey? Ich? Nein, gar nicht. Terry ist eben ein Hitzkopf und das lasse ich mir nicht bieten. Es ist wirklich nicht schlimm.
Er beruhigt sich. Der Zwerg kann eh nicht viel Schaden anrichten. Kommt das denn öfter vor? Ha! Ich habe Lance gerade erzählt, dass ich die Uhr danach stellen kann. Das ist wirklich kein Problem, Connor. Aber nett, dass du dir Sorgen machst. Naja. Naja. So, was kommt jetzt? Schön, dich zu sehen. Finde ich auch. Pass auf, hier wachsen überall. Na dann, pflück sie alle. Und los geht's. Komm weiter, Junge, weiter. Wir müssen schneller sein. Schnell. Komm weiter. Egal. Nein, wir sind ja schon da. Unsere Neuen. Connor. Zum Glück bist du hier. Prunes Nachtkerze. Prudence wird vermisst. Sie wollte ein paar Besorgungen machen und kehrte nicht zurück. Ich bin besorgt. Was ist nur passiert? Ich finde sie. Der Hund könnte sie aufspüren. Er hat eine gute Nase. Hierher, Junge! Dann benutzen wir den Hund. Ging fast jeden Abend raus, um Nachtkerzen zu pflücken. Sie ist einfach ganz versessen auf ihr Öl. Doch damit ist jetzt Schluss. Gar keine Ahnung, was sie mit dem ganzen Zeug überhaupt will. Prudence, wo bist du? Die Primeln haben wir gefunden. Die kann nicht weit sein. Vielleicht sollten wir uns aufhalten. Kleidungsstück gefunden. Den Blumenbeutel haben wir gefunden. Wow. Oh, Prudence. Danke vielmals, Connor. Vielen Dank. Ich mag gar nicht daran denken, was ohne deine Hilfe passiert wäre. Ich habe dort Nachtkerzen entdeckt und plötzlich stürzte sich der Bär auf mich. Alles okay, Prudence. Warum sammelst du Nachtkerzen? Naja, Warren und ich probieren schon sehr lange, ein Kind zu bekommen. Ich habe gelesen, dass Nachtkerzen schon was gefunden? Die Fruchtbarkeit sind. Entschuldige, das ist kein gutes Gesprächsthema unter diesen Umständen. Ich verstehe. Ich werde kein Wort darüber verlieren. Prudence! Bist du wohl auf, Liebling? Es wird wieder. Dank Connor. Ich danke dir, Connor. Wieder mal. Tja, Retter in der Not. Samariter, wenn es nötig ist.